Willkommen zurück zu Pikmin 3. Jetzt wollte ich gerade schon 2 sagen. Eigentlich wollte ich sagen, zweiter Tag. Mittagszeit. Es geht weiter. Wir suchen jetzt immer noch Brittany mit unseren Felsdingern. Fels-Pikmin 2. Fels-Pikmin richten höheren Schaden an, wenn sie auf einen Gegner geworfen werden. Okay. Okay, wo sind denn Gegner? Hinüberwerfen. Wir für einen Anführer an sonst nicht erreichbare Orte. Okay. Ach, guck mal, das ist Brittany. Ach, die hat aber eine ganz niedliche Stimme eigentlich. Tu doch was, Alf. Da ist Brittany. Endlich bin ich draußen. Ich bin nicht dafür gemacht, unter freiem Himmel zu schlafen. Außerdem habe ich Hunger. Huch, was sind denn das für Wesen? Voll die Riesenarmee, die ich da habe. Ah, Pikmin also. Irgendwie niedlich. Oh, Alf. Sieh dir das mal an. Oh, holy shit. Da ist eine riesige Frucht. Jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Los geht's. Dem gesagt, ich kann auch die Dinger werfen. Ja, genau. Jetzt wirf mich. Ja? Ah, okay. Also jetzt ein paar Pikmins noch rüber. Okay, wenn du Y drückst, übernehme ich die Führung. Anführerwechsel? Ja, hat es doch gerade erzählt. Was ist denn los mit dir? Ah, okay. Wollte schon sagen, keine Pikmins mehr da, da stehen voll viele rum. Ich nehme aber wieder den Alf, der ist viel cooler. Ah ne, wie war das? Geht jetzt gerade nicht. Ach so, folgen wir schon alle. Ah. Oh, die sind ja fies. Oh, cool. Direkt kaputt. Oh nein, was für ein Sack. Er schmeißt den Stein auf den Pikmin, ey. Krass. Aber nichts passiert, ne? Sehr gut. Ach, guck mal. Los, boah, jetzt habe ich richtig viele. Wie geil ist das denn, bitteschön? Mist, die anderen rennen den großen Weg. Egal. Oh, alle weg. Alles weg. Ziel auf seine Augen. Punktkäfer. Ach so. Ja, auch witzig. Erst sagen die am Arsch, mache ich am meisten Schaden. Und dann sage ich auf die Augen. Neue Frucht erhalten. Oh, ist ja noch kaputt. Oh, geil. Warte mal. Erstmal muss ich dieses Ding hier kaputt brechen. Oh, noch mehr Scherben. Gut, dass ich die Pikmin da nicht drüber geworfen habe gerade. Jetzt muss ich nur aufpassen. Die rennen ja direkt wieder hier hoch, ne? Oh, noch eine Frucht. Boah, sind die versteckt, die Dinger. Ist ja super fies. Jetzt habe ich Paras. Jetzt muss ich überall gucken. Ah, jetzt muss ich doch wieder da oben abholen. Oh oh. Wir haben schon Nachmittag. Ja, die sind ja super schlau. Jetzt bleiben die da auch noch überall hängen, die Viecher. Okay, die Erdbeere wabbelt zum Nachhause. Wow, gammeln da viele ab. So, nächstes Ding. Ach, guck mal, ein Schmetterling. Den kann man holen. Wie geil ist das denn?
Mein Schmetterling. Warte, kommt nochmal her. Finde ich eigentlich voll blöd, dass man die werfen muss oder kann und dass man die dann wieder zurückholen muss. Ich meine, die machen zwar auch so... Jawohl, die machen zwar auch so weiter. Die Sonne wird bald untergehen. Alf, zufolge werden Pikmin, die keinen Anführer folgen, nachts von Kreaturen attackiert. Oh, die werden in Sicherheit. Die Pikmin, die sich in der Nähe der Zwiebel befinden, sollten sicher sein. Okay. Voll geil, weißt du, da wird einem das erzählt und dann kommt das Pet hoch und dann erzählen die nochmal dasselbe. Beeilung! Nanu, da ist was auf dem Cobra da. Wenn die ganze Zeit quatschen würden, würde ich aber was schaffen. Ich empfange ein Signal. Vielleicht eine neue Nahrungsquelle? Keine Ahnung. Das sollten wir uns genauer ansehen. Ziel. Ein Anführer geht selbstständig zu einem mit... Ah, okay, mit so einem Ding gesetzten Ziel. Was ist das für eine Datei? Ach ja, auf dem Copad gibt es die Funktion Ziel. Wir sollten sie auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber nicht jetzt, oder? So viel Zeit ist nicht mehr. Aber wir können diese scheiß Viecher hier mal beschmeißen. Los, alle auf ihn! Wisst, wohin werfe ich? Sehr gut. Gebammt. Jetzt kommt nochmal. Genau, die Steindinger kommen jetzt nochmal da drauf. Und jetzt die roten. Oh nein. Können die den mal verkloppen? Weißt du, alle stehen hier rum und feuern den nur an. Los, trag den zurück. Oh. Was denn das? Da hinten bestimmt auch, oder? Warte. Guck mal, kann man anwählen. Kann man anwählen. Haha, sauber. Ui. Felspikmin 3. Felspikmin können nicht zerquetscht werden. Ich sehe gerade, im Wasser ist auch noch was zu holen. Mein Gott. Ich fange alle Schmetterlinge los. Oh, cool. Vielleicht schaffe ich die Wand hier noch. Oh, oh. Los, was schafft er denn noch? Okay, ist so heiß. Komm mit. In Sicherheit. Bin gespannt, wie viele noch rumpimmeln auf der Map. Oh, pflücken. Ich kann auch pflücken. Boah, da sind ja mal richtig viele Pigments jetzt. Flupp und drin sind sie. Nein. Weh, die ist nicht eingepflanzen. Boah, wollte schon sagen. Ich wollte das schon sagen. Ah, cool. Jetzt habe ich zwei Zwiebeln. Die kommt ja mit hoch. Und die Drake. Was geschieht? Hallo? Oh, Fusion! Oh, sie nähern sich... Moment. Oh, sie nähern sich an? Die Zwiebel verschmelzen. Äußerst interessant. Dann analysieren wir mal den Rest. Gelbsaurier. Entsaften.
Ah, genau, eine Erdbeere habe ich ja auch noch gefunden. Geil. Flupp. Ja, toll, mehr war da nicht drin. Anderthalb. Ach, cool. Jetzt habe ich ein Gemisch. Und ein bisschen Erdbeersaft ist noch über. Ich teile da mal die Ration ein. Alf kommt auch ruhig mit etwas weniger aus. Oh, wie geil das wäre, ne? Trinkst du ein so ein Ding am Morgen und fertig. Hm, unsere Vorräte müssen noch ein Weilchen reichen. Tag 2. Wow, da kam ja ordentlich was zusammen. Und keiner gestorben. Wie cool ist das denn? Tag 2. Als wir die Frucht zur Drake zurückgebracht und analysiert hatten, stellte sich heraus, dass sie für Bewohner von Kopai essbar ist. Vielleicht gibt es auf diesem Planeten noch viele weitere derartige Früchte. Jetzt, da ich auch Brittany wiedergefunden habe, wage ich es endlich wieder ein wenig Hoffnung zu schöpfen. Gut, das war Tag 2 und Tag 3 sehen wir im nächsten Part. Tschüss.